Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Read Noras Welt. Ja, ich bin der Knut von Cookie Land LP. Wir lesen, wie gesagt, Noras Welt von Justin Gerner 2084. Ich sag's wie angekündigt. Moment. Geht wieder. Die Partlänge kann variieren, je nachdem, wie viel ich lese. Mal lese ich eine Stunde lang, weil ich bisher noch nicht getan habe. Mal lese ich nur ein Kapitel. Oder mal nicht auch nur ein paar Seiten, je nachdem wie die Zeit ist. Und deswegen. Gestern am 1. Mai habe ich keinen Part hochgeladen, habe ich auch keinen aufgenommen. Warum? Ganz einfach. Ich war zu faul. Ich hatte schon Lust drauf, aber ich war einfach mal stinkefaul. Ich habe mich einfach mal hingesetzt bei einem anderen YouTuber, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, obwohl das eigentlich ganz gut eigentlich. Vom Ameisenkönig, vom Endking, habe ich mir Dragon Age angeguckt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt. Und ja, ich habe mir einfach mal das anders angeguckt, weil ich hatte keinen Nerv aufzunehmen. Ich bin jetzt auch schon ziemlich müde noch und ich hoffe, das versteht ihr auch, weil ich bin relativ K.O. noch. Und ja, ich lese jetzt mal weiter. Wie gesagt, die Partlänge kann variieren. Langsam drehenden Globus sind die Kontinente. Moment. Sie berührt den Bildschirm des kleinen Terminals und erhält den aus tagesaktuellen Satellitenaufnahmen zusammengesetzten sich langsam drehenden Globus. So, jetzt ist es richtig. Sind die Kontinente nicht ein winziges bisschen kleiner als noch vor wenigen Jahren? Hat der Mensch noch mehr Küstenstädte überflutet? Die Eisdecke über Grönland und der Antarktis sind jedenfalls kleiner als im vergangenen Jahr. Und wie sieht es bei ihr zu Hause aus? In ihren eigenen heimatlichen Gefilde aus. Sie schaltet zu einer Kamera, die mitten auf der Hardangsriva da steht. Obwohl es schon so spät im Jahr ist, haben die Birken noch ihre Blätter. Sekunden, Leute, ich bin erkältet. Ach, geht schon besser. Ihre Blätter. Über den Baumwipfeln fliegen Möwen und Krähen. Das Heidekraut und der Waldboden lässt sich in Großaufnahme zeigen. Zwischen zwei weißen Birkenstämmen taucht eine Waldmaus auf. Schon kommt ein Ruffuchs und schnappt sie sich. Ein wenig Natur ist noch erhalten, aber es sind nur Reste der einstigen Vielfalt. Brotkrümel vom Tisch der Reichen, was noch da ist, ist schön, aber sie will nicht sich damit nicht abspeisen lassen. Sie findet, dass sie verlangen kann, in einer intakten Natur zu leben, nicht in einer, die löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Nora beschließt sich für den Rest des Tages nur noch Bilder von Anfang des Jahrhunderts anzuschauen. Es dauerte nur Sekunden, einen entsprechenden Filter zu aktivieren. Sie setzt den 12.12.2012 als Grenze. Das heißt, von nun an kann sie nur Websites herunterladen, die von diesem Datum ins Netz gestellt wurden. Für den Rest des Tages wird sie also nur noch Bilder mit Filmaufnahmen sehen, die vor dem 12.12.2012 in den Wildnissen der. Sorry Leute, ich muss hier mal eine Nase putzen, weil ich bin wirklich richtig dabei erkältet und ich versuche trotzdem noch ein paar Tiere für euch aufzunehmen. Oh Gott, da kommt Schleim raus. Nee, mich hat's richtig erwischt mit der Erkältung. Es tut mir auch leid für euch, dass ihr euch das halt tun müsst, aber ich habe kein Schneideprogramm, das heißt, ich kann es auch nicht schneiden. Ich lese noch ein, zwei Seiten, Leute, und dann beende ich den Part hier auch, weil ich muss noch mit der Latonia aufnehmen und die Latonia weiß, was das heißt. Und Wildnis der Erde aufgenommen wurden. Wie schön manche Teile der Welt damals noch waren. Und wie schön darum der heutige Tag werden wird. Sie beschließt auch die App der Weltnaturschutzorganisation,
wegzuschalten. Du kannst sie morgen früh wieder aktivieren, dass es dann ein paar Mal mehr Pling machen wird. Nimmt sie in Kauf. Die Vorstellung, dass auch nur ein einziger Weichtier oder Veilchen für ausgestorben erklärt wird, ohne dass sie davon erfährt, könnte sie nicht ertragen. Dass sie den 12.12. als Grenze setzt, ist kein Zufall. Sie weiß, dass das ungefähr die Zeit der endgültigen Zusammenbruch des Ökosystems begann. Außerdem war es der 16. Geburtstag ihrer Großmutter. Sie beginnt auf Archiv zu surfen und nimmt sich als erstes die Menschen vor. Sie spürt ein Kribbeln im Bauch, als sie die ersten Bilder von Zwergschimpansen sieht. Die Tiere sind so witzig, dass sie einfach lachen muss. Moment. Netzwerkprobleme, ich hasse es. Ja, diese Seite und auf die nächste Seite, dann mache ich auch Ende für heute. Dass sie lachen muss. Einfach lachen muss. Sie waren zwar Tiere, aber den Menschen so unglaublich ähnlich. Sie waren individuelle Persönlichkeiten, die sich genauso voneinander unterschieden, wie die Menschen sie seit einigen Jungen im Gebüsch, die mit anderen spielen wie Menschenkinder. Was für eine Vorstellung, dass noch vor wenigen Jahren so witzige Geschöpfe auf der Erde lebten. Sie sieht auch Filme, die Gorillas zeigen. Die Tiere sind auch das Bindeglied zwischen den Menschen und der übrigen Natur dargestellt. Ein paar von ihnen sehen traurig aus, als wüsste sie insgeheim, dass sie kurz vor dem Ende stehen. Inzwischen sind sie jedenfalls verschwunden und werden nie mehr zurückkehren. Noch ein Film über rothaarige Orangutas auf Burn und Sumatra sieht sie. Hochgerade wird sie Zeugin, wie ein Orangutan-Mann ein Kind gebiert. Es scheint ein gesundes, lebensfähiges Junges zu sein. Vielleicht ist es einer der letzten Orangutas, die in freier Natur zur Welt gekommen sind. Es gab all diese Filme, als die Urgroßmutter noch jung war. Sie wurden ja damals gemacht und sie waren in all den Jahren inzwischen vergangen sind im Netz auch abrufbar. Doch Uma, wie Nova sie nennt, hat auch noch mit Leuten gesprochen, die in Afrika auf Safari waren und Menschenaffen mit eigenen Augen gesehen haben. Oh, nein, das wird immer schlimmer mit meiner Erkältung, ich sag's euch. Ey, das ist schrecklich. Ich guck mal kurz, was mit meinem Netzwerk los ist. Dauert nur einen kleinen Moment. Ja, super, wieder ein Netzfehler. Kann nur einen kleinen Moment dauern. Ah, jetzt ist er wieder da. So, sollte es gleich wieder weitergehen. Okay, wieder. Augen gesehen haben. Draußen in der freien Natur, nie wieder wird ein Mensch ihnen in der freien Natur einen Schimpansen oder einen Gorilla sehen. Als nächstes will sie sich einen alten Naturfilm ansehen. Sie macht es sich gemütlich und weiß, dass sie zwischen tausenden solcher Filme wählen kann. Sie entscheidet sich für einen der David Attenborgs für die BBC gerade gedreht hat. Staunend sieht sie die prachtvollen Bilder aus der Welt von gestern. Sie sieht unscheinbar schöne Aufnahmen, das Wimmeln des Lebens. Und die großen Korallenriffs, sie sieht Korallen, Weichtiere, Krebse,
Seegras, Schildkröten und Fische. In allen Farben des Regenbogens ist es, als es ist, als hätte ihr Gott einen jeden ihren knallbunten Fisch eigenen Hände angemalt. Sie sieht all das und sie zugleich ist ihr schmerzlich bewusst, dass es für immer vergangenen ist. Es gibt keine Korallenriffs mehr, natürlich nichts, nicht, hör schon auf, und kein Gewimmelknall bunter Korallenfische. Das Meer ist dafür zu sauer, denn es wurde über hunderte Jahre lang gezwungen, Millionen, Abermillionen Tonnen CO2 zu schlucken. Ha, es wäre also, als hätte ein kleiner Teufel in der Ecke gesessen und sich geschworen, jetzt reicht's, sollen Milliarden Feuer aus Öl und Kohle diese schwindelerregenden Reichtum an Arten endlich ersticken. Sie schaut wieder zu dem Bildschirm hoch und befindet sich im großen Regenwald des Amazons. Amazonas. Inzwischen, das weiß sie, ist das eine alten Kultfilm über Schmetterlinge an. Einige Arten, die ihr filigranen Zeichnungen der Flügel sind, so wunderschön, dass Nova diese Art nur noch im Forum von Meridian Macbeth in Datenbanken existieren. Ja, das war jetzt 3 Seiten. Mehr werde ich auch nicht schaffen. Einerseits reicht die Zeit nicht mehr. Und andererseits bin ich so erkältet, dass ich auch beim Aufnehmen gleich wahrscheinlich nur wenig sagen werden kann. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, beim nächsten Part. Ich hoffe, wir lesen uns mal. Ich hoffe, ihr antwortet auch mal. Schreibt nochmal einen Kommi, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch. Ja. Ich bin der Knut von Cookieland LP. Wir lesen Justin Grader, 2084, vom Hansa Verlag, das Buch. Ja, was gibt's noch Großes zu sagen? Wir sind jetzt bei Kapitel 3, etwa die Mitte, schätze ich mal. Also mir gefällt es bisher relativ gut, das Buch. Muss ich aber so sagen. Und ich hoffe, euch gefällt es auch, denn das wird mich richtig freuen, weil ich sonst das Ganze ja nicht machen muss. Und ich freue mich riesig, dass der erste Part schon fast 20 Klicks hat. Also, Leute, ihr seid echt Wahnsinn, ja? Kann man nicht anders sagen. Ich freue mich riesig. Auch die Alice freut sich riesig. Die Natonia freut sich riesig. Vielen, vielen Dank dafür. Für diese fast 20 Klicks. Wir haben insgesamt fast 50 Klicks. Insgesamt auf den Videos. Und ja, ich weiß echt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich werde auch noch ein Special machen, sobald wir 50 Klicks haben oder 20 auf dem einen Part. Bis dahin, macht's gut, euer Knut. Ciao!